Video. Wir fahren heute in die Stadt. In zwei. Ja, in dem Sinne ist das Video jetzt schon angefangen, was oder? Soll ja, ich habe diesmal gestartet. Danke. Heute ist Abreisetag für die Vanessa. How you feel about that? Die Sonne war viel. Ich war einfach die ganze Zeit scheiß Wetter. Heute ist Sonne. Das nervt irgendwie, aber. Ich bin auch heute Fahrer und der Lehrer ist Passenger Princess. Jawohl. Deswegen musst du auch die Kamera nehmen. Aber wir sind nicht einmal im E-Roller gefahren. Nee, das stimmt. Aber wohin auch? So, diese Kameraführung ist 1A, Leon. Alter, ja, ich kann mir nicht hier gerade aus alles angucken und die Route und alles. Ich bin egal, nach vorne. Mach raus. Nee, jetzt ist ja alles gut. Nee, mach raus. Also ich weiß nicht, ob ich hier kann ich reden! Aber guck mal, das Wetter. Bah, man kann es mal die Scheibe sauber machen. Die ist ja sauber. Lach mal, wie die Sonne gerade lacht. Oh, die ist ja ein Cracky. Guck mal, der pinke Busch. Wer hat ihr Handy vergessen? Aber egal, wir kriegen jetzt was zu essen, dann geht die Laune wieder hoch. Hast schon das sieht total schön aus, wie du hier sitzt. Wir sitzen hier an so einem... Und Clara kriegt jetzt Benzin zu futtern was und zu trinken. Und hier ist der Leon. Er hat auch Hunger. Ich möchte gerne in Orange beißen. Oh, okay. Alter. Du hast so große Töne gekriegt, ich habe gesagt, das ist dasselbe. Ich habe ja dreimal verloren, war ja extra. Leute, wie ihr seht, haben wir aus Versehen vergessen zu filmen. Und wir haben uns in die Sonne umgesetzt, weil der Chiara kalt war. Und das Krasse ist, dass ich gar keinen Trüffel mag. Aber die ist gut, ne? Was machst du da? Ich fühle die Blätter. Das ist alles so warm, baby. Wir wollten das Einstellen nochmal gucken, weil es sah cool aus, aber irgendwie kann man so Einstellen runter hier. Weißt du, was wir haben? Wisst ihr, was wir machen? Wenn dieser Zug gleich hier vorbeikommt, ne? Springen wir drauf. Achso, drauf. Eigentlich da oben lang, aber wir können dann immer noch runter gehen, aber höher ist dann wieder anstrengend. Weißt du? Das macht die hier. Schneller, schneller. Dreh dich schneller. Ja, aber der hat den krass vollen Gesicht auf. Du musst dich schneller drehen. Schneller, viel schneller, das ist noch gar nichts. Schneller, schneller, schneller. Und jetzt lauf in eine Richtung. Schnell, lauf in eine Richtung.
Nicht in die, da kommen wir her, du Vogel. Die Leute gucken einen so an, als dürfte man hier keinen Spaß haben. Vielleicht ist das ein heiliger Ort. Vanessa, willst du gerade noch den Leuten mitteilen, was hier gerade passiert? Von Hause. Die Vanessa verlässt uns heute schon wieder. Ist traurig, Leon. Ja. Das war der Abschiedstanz. Wir sehen uns in Germany wieder. Sie duftet noch nach mir, ich lasse sie hier. Oh. So. Freunde, wie viel haben wir? Kurz nach halb. Um 8:30 fliege ich. Wie viele Stunden sind es jetzt? 2. Ich habe ja noch voll viel Zeit. Ich muss ja nur durch die Sicherheitskontrolle. 2 Stunden brauche ich nicht dafür. Unser Express-Parking läuft in ein paar Minuten ein. Da musst du zahlen, mein Freund. Wir können ihm die Käppi aufziehen, wenn du willst. Vanessa. Vanessa. Langsam sieht es hier echt aus wie Sau, weil wir die ganze Zeit nicht aufgeräumt haben. Wir hatten so viele Sachen zu tun, wir wollten so viel machen und so viel erleben, dass wir das hier alles einfach daheim rumliegen lassen haben. Und jetzt wird es mal langsam wieder Zeit dafür, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ah ja, alles klar. Also der Leon hat sich jetzt mal dazu entschieden, das Auto sauber zu machen. Ich konnte aber nicht aussteigen, Leute, es ist so kalt. Ich habe sogar jetzt 2 Jacken an und eine lange Hose, aber es ist trotzdem extrem kalt. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie draußen stehen oder so. Tagsüber geht es wirklich, die Sonne ist da und dann laufen wir auch in kurzer Hose rum. Aber abends kann man das auf gar keinen Fall mehr machen. Also ich denke mal, da ist es eher im Hochsommer so, dass man sich mal raussetzen kann auf die Terrasse und noch ein bisschen so den Sonnenuntergang schauen kann. Aber heute haben wir das mal von drinnen gemacht. Sieht einfach aus, hätte ich ganz viel Schmutz im Gesicht. Leute, das Ding hat so viel Druck. Guckt euch jetzt mal an, wie das Teil im Leon entgegenspringt. Das ist schon die letzten 2 Male passiert. Ey, gerade eben wirklich, es ist so nach oben geflogen. Ich dachte, jetzt haben wir eine gebrochene Nase. Also man muss gleich auf jeden Fall oder später mal das Ergebnis gucken, wie das aussieht. Also das war geisteskrank, was das Ding für ein Pez hat. Junge! Ich habe einmal gefilmt, wie das hochgesprungen ist, aber da hat das leider so ein bisschen gehangen. Ich finde, das zweite Mal, wo du es angemacht hast, ist dir das wirklich fast ins Gesicht gesprungen. Ja, what the fuck? Hier gibt es sogar Ikea. Krass. Das Ding ist, was es ein bisschen schwierig macht, ist, dass es keinen Schaum gab, sondern dieses Einspritzen. Was war das? Es hat ausgesehen wie Unkraut, fand ich stark.